Jo, hallo zusammen. Heute will ich mal wieder eine Anfrage aus dem Rockoil Forum zum Anlass nehmen, eine Funktion ein bisschen darzustellen, die dort doch des Öfteren mal angefragt wird. Und zwar ist das die Kombination von manuellem Betrieb und automatischem Betrieb. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Automatiksteuerung von Rockrail das ja nicht im Prinzip vorsieht, weil eine Zugverfolgung eines manuell gesteuerten Zuges in der Automatik findet in Rockrail nicht statt. Das heißt, man muss selbst dafür Sorge tragen, dass der manuelle gesteuerte Zug entsprechend abgesichert ist. Das heißt, die Fahrstraßen müssen entsprechend gestellt sein, die Weichen müssen entsprechend manuell gestellt sein und es muss dafür Sorge getragen werden, dass der Fahrweg, in der er sich bewegen wird, nicht durch andere Züge benutzt werden kann. So, ich habe hierfür mal ein relativ kleines Beispiel erstellt, aber ich denke, dass das relativ deutlich wird, wie man so etwas machen kann. Es sind nur Ansätze, es ist nicht vollständig, es sind nur Beispiele, aber im Prinzip kann man dadurch erkennen, wie man so etwas realisieren könnte. Also, das Beispiel soll folgendes sein: Wir haben hier einen Zug, die BR 143. Manch einer wird diese Anlage schon kennen, das ist meine neu geplante Anlage. Die soll über den normalen Fahrweg hier in diesen Block fahren. Das heißt, wenn ich sie jetzt ganz normal starte in der Automatik, dann werden wir das auch sehen. Sie nimmt diesen Weg, hat also ihren Fahrweg gestellt, kommt dann hier an, simuliere wieder die Melder, sodass sie sich weiter bewegen wird auf der Anlage. Gut, mehr wollte ich an der Stelle nicht zeigen und ich nehme auch mal wieder alles zurück für die Lok und versetze sie wieder in den Ursprungszustand, indem ich also die Lok 10 müssen wir da auch noch zurücksetzen, jawohl, damit da alles wieder in dem Ursprungszustand ist. Also ich setze die Lok nochmal hier rein. So, gleichzeitig setze ich hier unten jetzt eine Lok rein. Das soll die Lok dann werden, die manuell gesteuert wird. So, diese manuelle gesteuerte Lok soll also diesen Fahrweg nehmen in den oberen Bahnhofsgleis, sodass wir hier schon eine Überschneidung haben von mindestens zwei Weichen und einem Stück eines Fahrweges. So, wie kann ich das jetzt machen, dass ich den Fahrweg dieser manuell gesteuerten Lok absichere? Ich habe hier mal, wie gesagt, beispielsweise einen Ausgang angelegt. An diesen Ausgang gibt es Aktionen. Diese Aktionen kann man an so einen Ausgang hinterlegen, das ist hier. Und diese Aktionen werden ausgelöst, je nachdem, welche Stellung dieser Ausgang einnimmt, ob er on oder off ist. Ich sage, diese vier Aktionen ist jetzt hier nur einige Beispiele, das kann man beliebig ausweiten. Hier in diesem Fall ist es eine Fahrstraße stellen, die Fahrstraße wieder freigeben, einen Block schließen, aber da kann man auch wesentlich mehr mitmachen, da kann man Signale stellen mit, dann kann man gegebenenfalls auch eine Lok in einen Block setzen und so weiter und so fort. Da sind der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. Wie wir die Aktion selbst definiert, das kennt man auch schon aus vielen meiner Videos, nur als Beispiel hier mal die Fahrstraße stellen, ist als Definition klar der Typ der Fahrstraße. Wir haben eine entsprechende Kennung. Die Kennung benutzt und der Befehl Logset. Logset ist jetzt eine Kombination von dem Sperren der Fahrstraße als auch das Setzen aller Weichen in der Fahrstraße. So, das heißt, wenn ich jetzt diesen Ausgang betätige, wird diese Fahrstraße entsprechend gesetzt. Ich schalte noch mal ein paar Weichen in die andere Richtung, damit man das auch schön sehen kann. Und sie wird gesperrt. So, machen wir das mal. Wenn man jetzt sieht, Fahrstraße wird gesetzt. Sonst passiert nichts, keine Lok bewegt sich, gar nichts. Ich starte jetzt ganz bewusst nochmal die 143 hier oben. Und wie man sieht, sieht man nichts, weil sie kann sich jetzt nicht in diese Richtung bewegen zu dem Block, weil eben durch das manuelle Setzen der Fahrstraße diese gesperrt wurde. Gleichzeitig hat man ja gesehen, es waren zwei Aktionen dort definiert, die die beiden Ausgangs- und Endblock sperren. Sodass auch von der anderen Seite beispielsweise dieser Block jetzt gar nicht angefahren werden kann. So, wir bewegen den Zug jetzt mal manuell. Das heißt, wir drehen den Fahrrädler auf
und verfolgen ihn sozusagen auf seinem Weg. Das heißt, überfährt ja diesen Melder, fährt jetzt diese Strecke langsam ab und kommt dann da oben an. Jetzt wird man gleich eine Situation sehen, wenn ich diesen Melder betätige, dass es sofort einen Gruß gibt. Das ist jetzt der Nebeneffekt des manuellen Fahrens. Rockel erwartet dort ja in der Automatik keinen Zug, also sagt es, nö, da darf jetzt keiner kommen und gibt eine Grußmeldung ab. Jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten, das zu verhindern. In den Blockeigenschaften selbst kann man ja erlauben, dass dort Geisterzüge ankommen, dann wird diese Meldung unterdrückt. Ist aber mit gewissen Risiken verbunden, wenn in der Automatik dort mal fälschlicherweise ein Zug einfährt. Also das wäre machbar. Gleichzeitig müsste man ja jetzt hier über eine Aktion beispielsweise den Block wieder in Betrieb nehmen und über eine weitere Aktion, die an diesem Rückmelder hängen könnte, die Lokbelegung setzen. So. Halt, Lokbelegung setzen und die E10 da reinsetzen. So, in dem Moment, wo ich die E10 jetzt hier reingesetzt habe, wird sie automatisch da unten rausgenommen. So, jetzt könnte ich als Abschluss dieser ganzen Demonstration nochmal den Ausgang betätigen und damit wird ja die Fahrstraße wieder freigegeben, ne, über eine weitere Aktion, die beim Status Off gesetzt wird. Und schon lässt dann Rockrell die automatisch gesteuerte Lok in den vorgesehenen Bereich fahren. Ja, ich hoffe, das war mal soweit klar und deutlich, was man damit machen kann. Ist wie gesagt nicht prinzipiell das, was Rockrell in der Automatik versteht. Man muss sehr viel selbst machen und sehr viel selbst dafür sorgen, dass die Fahrwege gesichert sind. Aber prinzipiell ist es möglich. Das war's für diesmal wieder und tschüss.